Hey YouTube, was geht? Heute ist es endlich soweit und wir schauen uns Logitechs neueste Gaming-Maus an, und zwar die G Pro X Superlight. Warum dieses Teil so genial ist und ich glaube, dass sie eine der besten Gaming-Mäuse auf dem Markt überhaupt ist, aber gleichzeitig nicht zwangsläufig die richtige Maus für euch ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Die G Pro X Superlight ist 125 mm lang, 40 mm hoch und 63,5 mm breit. Die G Pro X Superlight wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten und besitzt ein sehr smoothes Matte-Coating, das sich sehr angenehm in der Hand anfühlt. Allerdings vermute ich, dass die schwarze Variante dadurch ziemlich von Fingerabdrücken geplagt sein wird. Die linke Maus ist abgesehen vom subtilen Superlight-Branding im Gegensatz zur OG Pro Wireless frei von Side-Buttons. Die paar Gamer, die tatsächlich mit der linken Hand zocken, werden jetzt wahrscheinlich aufheulen, wie ungerecht das ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass für 99% aller Gamer, die die Maus mit der rechten Hand benutzen, inklusive mir, obwohl ich Linkshänder bin, froh darüber sind, dass sie nicht ein zusätzliches Paar Buttons haben, was a. Gewicht addiert und b. kaum zu benutzen ist, weil man im Alltag kaum den Ring oder den kleinen Finger benutzen kann. Der Mausrücken hat den für die G Pro Wireless typischen Bogen, welcher der Maus einen sehr sicheren Shape verleiht und je nach Handgröße jeden Grip ermöglicht. Fingertip-Grip und Claw-Grip wird für die meisten wahrscheinlich die richtige Wahl sein. Insbesondere Claw-Grip fühlt sich in diesem Kontext in meinen Augen sehr, sehr natürlich an. Eigentlich muss ich nicht mehr viel über den G Pro Wireless Shape sagen, weil er seit 2018 absolut den E-Sports-Markt dominiert, aber ich möchte hier einfach nochmal betonen, wie gut sich das alles anfühlt. Auffällig ist hier, dass das G-Logo nicht mehr RGB beleuchtet ist, sondern lediglich ein silberner Schriftzug. Mir soll es recht sein, da der Mausrücken sowieso immer von meiner Hand beim Zocken verdeckt ist und ich lieber gute Akkulaufzeit habe, anstatt ein leuchtendes Logo, was ich in 99% der Zeit sowieso nicht sehe. An der rechten Seite befinden sich die kleinen, aber gut erreichbaren Zeit-Buttons, die angenehm aus dem Case hervorragen und gut separiert sind. Hier kann nur minimaler Pre-Travel attestiert werden und insgesamt habe ich nichts zu beanstanden. Bei Maus 1 und 2 hat sich Logitech endlich von den Double-Click-geplagten 50mm OMROM-Switches verabschiedet und sich dazu entschieden, hier 20mm OMROM-Switches zu verbauen. Auf dem Papier klingt natürlich eine 20-Millionen-Klick-Zertifizierung deutlich schlechter als eine 50-Millionen-Klick-Zertifizierung, ist aber in der Praxis eher genau das Gegenteil, weil die 50mm OMROM-Switches von Logitech häufig dafür kritisiert wurden, dass sie schon weit vor ihrer 50-Millionen-Klick-Zertifizierung mit Double-Click-Problemen zu kämpfen haben. Die 20mm OMROM-Switches sind dagegen deutlich resistenter und in meinen Augen somit ein eindeutiges Upgrade. Allerdings haben die beiden Haupttasten leichte Pre-Travel und Side-Travel und sind durch den Switch-Wechsel minimal schwerer in der Auslösung. Das ist nicht wirklich ein Dealbreaker, weil es nicht so heftig ist wie meinetwegen bei der SteelSeries Aerox 3, aber bei einem Preispunkt von 150 Euro sollte sich so eine Maus absolut keine Blöße erlauben und ich muss wirklich sehr kritisch an solche Punkte rangehen. Dazwischen findet sich das Mausrad, was in meinen Augen ein absolutes Highlight ist. Das 20-Step-Wheel ist in meinen Augen perfekt kalibriert und landet perfekt zwischen taktilen Scrollsteps und smoothen Scrollen. Abgesehen von dem stufenlos einstellbaren Mausrad der Basilisk Ultimate ist das definitiv mein neues Lieblingsmausrad. Es folgt ein Soundtest, den ihr natürlich wie immer mit Kopfhörern genießen solltet. Los geht's! Oberhalb des Mausrades und der Tasten befindet sich ein einzelnes Indikator-LED, das beim Einschalten der Maus zunächst den Batteriestatus und dann das DPI-Level anzeigt. Und das bringt mich zum ersten Punkt, der mich tatsächlich wirklich an dieser Maus nervt. Und zwar, dass der DPI-Button an der Unterseite der Maus komplett entfernt wurde, um Gewicht zu sparen. Ich verstehe zwar, dass Logitech alles Erdenkliche getan hat, um ein so niedriges Gewicht in einer Wireless-Maus zu erreichen, allerdings bedeutet das in diesem Fall, dass man die G-Hub-Software installiert haben muss,
um überhaupt die DPI wechseln zu können, was super nervig in meinen Augen ist. Ein weiterer Punkt, der bei vielen Nutzern für Kopfschütteln sorgt, ist, dass die G Pro X Superlight nach wie vor Mini-USB benutzt und das beiliegende Kabel gummiert ist und dabei so steif ist, dass Zocken und Laden gleichzeitig zu einer Lappalie wird. Natürlich findet ihr nach wie vor an der Unterseite den On-Off-Button sowie Logitech's Hero-Sensor, der mittlerweile bis zu 25.600 DPI auflöst, was natürlich absurd ist, sich aber im Marketing gut anhört. Außerdem hat der Sensor einen Tracking-Speed von 400 IPS. Leider macht Logitech keine Angaben zu der Lift-Off-Distance und in der G-Hub-Software kann man auch die Lift-Off-Distance nicht einstellen. Generell sind die Einstellungsmöglichkeiten in der Software sehr rudimentär und gehen nicht über die Tastenbelegungen und die Einstellung der DPI hinaus. Natürlich könntet ihr hier auf die Side-Buttons die DPI-Einstellungen legen, aber dadurch würdet ihr euch natürlich auch die Möglichkeit nehmen, die Side-Buttons für regulärere Anwendungsszenarien zu benutzen. Neben dem besagten Hero-Sensor ist wohl das auffälligste Merkmal an der Unterseite die riesigen Glides, die aus reinem unbehandelten PTFE bestehen. Als ich die Leaks zu G Pro X Superlight zum ersten Mal gesehen habe, musste ich bei dem Gedanken an diese riesigen Glides jubeln. In der Realität muss ich aber zugeben, dass ich doch etwas ernüchtert bin, weil der Glide zwar genauso gut wie der Viper Ultimate ist, was ja schon mal sehr gut ist, aber immer noch nicht so gut wie der Glorious Model O Wireless, die nur für 90 Euro über die Ladentheke geht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Glides zwar eine sehr große Fläche haben, aber auch sehr, sehr dünn sind. Im Vergleich zu 90% aller Stockfeeds sind sie aber trotzdem hervorragend. Außerdem kann man den Standard-Plug an der Unterseite mit einem PTFE-Plug austauschen, der aber auch 2 Gramm mehr wiegt. Und wenn wir schon mal beim Thema Gewicht sind, Logitech vermarktet die G Pro Wireless als Sub 63 Gramm Gaming Maus. Damit ist sie so leicht wie deutlich kleinere kabelgebundene Mäuse wie die Razer Viper Mini oder die Aerox 3. Das macht sie ca. 15 Gramm leichter als die Viper Ultimate und 8 Gramm leichter als die Model O Wireless. Was die G Pro X Superlight in meinen Augen dabei so besonders macht, ist die absolut makellose Verarbeitung. Die Hülle wirkt so, als ob sie aus einem Guss gefertigt wäre und fühlt sich einfach nur absolut hervorragend an und bietet ein haptisches Erlebnis, das sich im keinen einfachen Specsheet wiederfinden kann. Das liegt nicht nur an der generellen Wertigkeit des verwendeten Plastiks, sondern auch daran, dass die Maus in meinen Augen perfekt ausbalanciert ist. Egal ob Claw, Fingertip oder Palm Grip, ich habe nie das Gefühl, die Maus sei vorne oder hinten schwerer als an anderer Stelle. Das Fazit. Also, wo stehen wir jetzt mit der endgültigen Kaufempfehlung dieser Maus? Ist die G Pro X Superlight wirklich ihre 150 Euro wert? Für die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Aber für wen ist jetzt diese Maus geeignet? Mir fallen da vor allen Dingen zwei Gruppen ein. Erstens Pro-Gamer. Und damit meine ich nicht irgendjemand, der im Keller sitzt, sondern Leute, die wirklich Geld mit Gaming verdienen im E-Sports und einfach das Maximale aus ihrem Skill rausholen wollen und immer weiter die Skills testen. Gleiches gilt natürlich auch für Kovac-Zocker und die werden sicher auch mit dieser Maus glücklich werden. Neben Pro-Gamern und Kovac-Spielern bleibt dann noch die Gruppe der Enthusiasten, zu der ich mich zähle. Mein Skill-Level ist bei weitem nicht so hoch, dass ich sagen könnte, ja, ich habe mir die G Pro X Superlight geholt und spiele damit jetzt besser als meinetwegen mit der Rockhard Burst Pro für deutlich weniger Geld, der Razer Viper Ultimate oder der eben genannten Glorious Model O. Nein, ich spiele damit natürlich nicht besser, einfach weil ich kein Pro-Gamer bin, aber ich liebe Hardware und Peripherie. Und da muss ich sagen, dass diese Maus bisher mit allem den Boden aufgewischt hat, was ich in der Hand hatte. Das lässt sich unmöglich in einem einfachen Video darstellen. Ich kann so viel B-Roll drehen, wie ich will. Ihr werdet im Video keinen Unterschied, meinetwegen in der Verarbeitung, zwischen der G Pro X Superlight und der Razer Viper Ultimate feststellen. Und die Razer Viper Ultimate ist eine hervorragend verarbeitete Maus, fühlt sich aber trotzdem im direkten Vergleich zu diesem Gerät nicht so hochwertig an. Das heißt, gibt es Leute, die 150 Euro für diese Maus ausgeben sollten? Ja, und zwar die genannten Gruppen von eben und mir als Enthusiast. Für fast alle anderen von euch gibt es mit der Viper Ultimate und der Glorious Model O Wireless Mäuse, die entweder mehr Quality of Life Features bieten, wie zum Beispiel meinetwegen ein Charging Dock bei der Viper Ultimate oder halt den günstigeren Preis mit fast gleichwertiger Verarbeitung in der Glorious Model O Wireless. Trotzdem liebe ich diese Maus und kann mit gutem Gewissen sagen, dass Logitech es geschafft hat, sich mit der G Pro X Superlight die Krone der Wireless-Mäuse von Razer zurückzuerobern, wenn man rein von einem Performance-Standpunkt ausgeht. Wenn ihr mehr über die genannten Mäuse erfahren wollt, abonniert den Kanal. Ich plane auf jeden Fall in den nächsten
zwei oder drei Wochen einen Vergleich zwischen den drei wichtigsten Wireless-Mäusen zurzeit auf dem Markt. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, drückt einfach zweimal den Dislike-Button und folgt mir auch auf FlashBits YouTube, wenn ihr abseits der Videos auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, Peace!